Das ist die liebe Justine hier neben mir. Hi. Guck mal, so gönne ich nicht, aber so gönne ich. Okay, sind deine Brüste echt? Nice. Was hast du für Tattoos? Zeig mal das Tupac-Tattoo, das ist das Wichtigste. Ah, das Secret-Gesetz der Anziehung, genau. Geil, ja. Die kennst ja. Hier zum Beispiel so ein Tattoo, Leute, wie ich hier habe auch, ne? Das hier, das tut schon weh. Sie tanzt in mein Video. Shake Body Girl aus Rio. Sie weiß, ich will keine Beziehung. Aber sie fehlt meine Vision. Baby Girl, komm rein von mir. Du bist viel zu nice zu mir. Warum gibst nicht zwei von dir? Wenn du siehst, WLAN an aus. Ja, Bro. Schon 8-mal gemacht gefühlt. So ein Ding ist das, Digga. Die ist geil. Komm schon, die ersten Schlawiner, Digga. Wann nach Guatemala? Was? Wann nach Guatemala? Warst du schon da? Nee. Ich muss ausreisen nächste Woche. Wo warst du überall schon? In Mexiko? Ich war in Chetumal, war ich, Puerto Escondido war ich. Ja, Tulum, Holbosch und so, ne? Los Cabos? Nee, war ich noch nicht. Das ist ja ganz oben, Baja California. Baja California, ja. Da habe ich mir letztens, wollte ich mir eine Dokumentation davon im Stream reinziehen. Weil da, guck mal, da gibt es auch so eine Dokumentation vom Paradies zum Drogen, bla bla bla. Ah, ja? Die haben da rumgeballert und irgendwie Leichen und so. Jetzt scheint es wohl wieder so stabil zu sein. Ich glaube auch, dass es, da fliegen voll viele hin. Da fliegen voll viele hin wieder, ja genau. Wo ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, so in einem Jahr oder so könnte auch sein, dass in Tulum so eine Dokumentation rauskommt. Ja, Tulum. Wo ich hierher gekommen bin, da gab es schon echt viel Shit hier. Ich habe auch schon viel gehört von den Leuten, die hier wohnen. Ja, ne? Ja. Ey, wir haben im Podcast jetzt auch gar nicht besprochen, was du schon so erlebt hast, was das angeht. Scheiße, ne? Das ist zu viel. Wir haben so viel zu reden. Ja, aber dafür sind wir ja jetzt live. Okay. Also, ich bin hier nicht alleine am Start. Ich muss dich erstmal kurz introducen, glaube ich. Die Leute kennen dich ja gar nicht. Das ist die liebe Justine hier neben mir. Hi. Ist auch eine Deutsche, die schon seit wie lange? 6 Jahre bin ich jetzt in Mexiko. 6 Jahre in fucking Mexiko rumhängt. Und wir haben gerade einen Podcast aufgenommen. Weil du hast auch richtig crazy, du hast jetzt seit einem Jahr oder so aus einem Van, wo du auch schon mal drin gepennt hast und ein bisschen hier rumreist und so, das ist krass. Mhm. Ich fand es mega interessant. Die steht voll auf dich. Das ist normal, also so eine Kommentare ist normal, wenn du mit einem Mädel streamst, glaube ich. Hattet ihr schon was am Laufen? Guck, nur bei dir läuft einfach mehr, Leon immer mit den Oh Mann, ist das lustig. Ach so, ja, gute Frage. Immer mit 6 Monate Visa? Also bist du immer nach 6 Monaten ausgereist? Ja, normalerweise reise ich immer aus. Außer beim letzten Mal, da habe ich es einmal verlängert, öffentlich verlängert, ne, bei der Migration. Einmal machen die das, aber im zweiten Mal kannst du nicht machen, musst du ausreisen. Ach, kann ich da hingehen oder was? Stimmt, vielleicht könntest du es sogar machen. Fällt mir gerade ein. Wenn du es noch nie einmal verlängert hast öffentlich, könntest du es vielleicht sogar bei dem verlängern. Ja. Echt, ja? Ja, ich habe das letztes Jahr gemacht wegen Corona, es ging. Einmal geht. Ja. Red mal nochmal. Ich will gucken, wie laut das ist, wenn du redest. Hi. Wie ist die Lautstärke? Hört man uns beide? Oder soll hört ich man mich auch? Ja, doch. Wir sind ja gleich weg. Gleich weit weg. Was soll ich ein bisschen lauter schieben hier? Komm, ich schieb's ein bisschen lauter, Digga. Jo, 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 jo. Red mal. Ja. ja. Red mal, ja. Oh Mann, ich bin auch verpeilt hier. Nee, ist klar, Digga. Ich glaube, man hört mich, oder? Guck mal, so gönne ich nicht, aber so gönne ich. Hast du nicht verstanden? Nee. Wahrscheinlich alle anderen, aber. Mal sehen, was sie da schreiben. Ton ist gut. Wie alt ist sie? Soll ich jetzt Fragen beantworten? Wenn. Ja, warum nicht? Ich bin 35. Nein! Nicht alles, weil wir müssen so, ja auch noch. Stimmt. Die Leute ein bisschen so. Ah, stimmt. Die sollen sich ja den Podcast geben, so. Ja, stimmt. Aber mein Alter kann ich ja sagen: 35 bin ich. Man hört euch in unseren Ohr. Nach dem Sturm, wie sieht's aus nach dem Sturm? Eden Motherfucker. Wo warst du während dem Sturm? Na hier, ich hab dich doch gesehen. Im Van? Nee, ne? Nee. In der Unterkunft. Das war krass, Alter. Nee, Mann. Ich war in der Unterkunft hier bei dir, nebenan, Nachbarin. Da hinten war ich. Aber war krass nach dem Sturm. Der erste Tag war schockierend. Ich war letztes Jahr in Mexiko, wo der krasse Sturm war, in Cancun. Ich glaube Stärke 4. Diesmal war Stärke 1, glaube ich. Ja, ja. War richtig krass letztes Jahr. Ja, Tulum waren die letzten 3, 4, 5 Jahre.
Alina. Der eine hat's gerafft, der lacht die ganze Zeit. Ja? Der eine hat gerafft, was ich vorhin gemacht habe. Gönn doch, Bro. Wie ist Drosten? Bist du in einer Beziehung? Nein, hör auf jetzt. Bist noch was nicht. Ich sagen wollte, die letzten 3-4 Jahre. Hallo. Das ist voll lustig, was ich schreibe. Ja, ist brutal lustig. Voll lustig. Russin, warum? Smashy Vibes, Motherfucker. Auf jeden Fall, die letzten 3-4 Jahre gab es kein Hurricane, der Tulum getroffen hat. Immer nur Cancun, stimmt, Playa del Carmen. Mhm. So, das war jetzt das erste Mal wieder, dass Tulum getroffen wurde. Ja, und richtig krass fand ich. Ich fand das schon crazy. Ey, für mich? Das sah krass aus, ne? Also für einen Deutschen, nee, auch die Nacht. Also, ich also für so einen Allmann wie mich, Digga, ist es schon, war das am Anfang schon so, boah, Digga, was passiert hier? Mhm. Weil du hast ja dieses krasse Geräusch. So. Ja, der Wind, ne? Ich habe Oropax drin gehabt, ich habe voll gepennt. Echt, ich hatte das ja schon letztes Jahr. Ich habe auch immer Oropax drin, wenn ich schlafe, so automatisch, habe ich mir auch so angewöhnt. Ja, weil du kannst besser schlafen. Voll. Die Hunde und so hier schon alleine. Ja, nicht nur deswegen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin mehr so in mir selber drin. So. Mhm. Ich weiß nicht, ich schlafe schneller ein. Vielleicht auch, weil du dein eigenes Atmen hörst auch und ja. So. Aber ich bin so ein Typ, ich habe auch Ding. Guck mal, das höre ich immer nachts. Sind die Brüste gemacht oder echt? Das ist lustig, was wir fragen. Ah, das ist nice. Ich mag so Wasserfall manchmal auch. Oder ja, so eine Musik. Oder Hörbuch kannst du auch geil. Das ziehe ich mir rein nachts. Geil. Und es geht genau 7 Stunden 59 Minuten. Ja, nice. Weißt du, wie ich meine? Ja, das habe ich mir auch runtergeladen, dass ich schön Flugmodus anmachen kann. Ja. Und geil. Dann fetze ich das Telefon dahin, mache meine Ohrenstöpsel rein, dann schlafe ich, Digga. Voll gut. Ja, ist krass. Ich bin schon so, schlafmäßig sehr. Hat sie Instagram. Sie hat Hamsterbacken. Oh. Habe ich tatsächlich. Das ist doch kein Front, Digga. Wir haben es gelesen, Bro. Der hat es auch schon 8-mal reingeschrieben. Wie finanziert sie ihr Leben? Nicht verraten. Nee, stimmt. Das könnt ihr alles dann im Podcast sehen. Wir haben gerade einen Podcast zusammen aufgenommen. Ich bin Deutsche übrigens. Okay, sind deine Brüste echt? Das kannst du beantworten, wenn du möchtest. Tatsächlich sind sie echt, tatsächlich. Sie hängen auch ein bisschen. Ich habe viel zu und abgenommen, deswegen hängen sie ein bisschen. Aber mit BH geht, ne? Sieht aus, als wäre... Das ist die ganze Welt. Wer? Geil. Ach so, ja. Das ist die Welt, ne? Ja. Fühl dich. Ja. Nice. Habe ich hier auch. Ja. Ah, da auch? Ja. Geil, zeig mal so in die Kamera. So dahin, so nah. Sieht man. Ja, doch, ist wichtig, ist geil. Ja. Was hast du für Tattoos? Oh, ich habe so viele, ne? Erzähl mal. Okay, ich habe ein wichtiges Tattoo für mich, The Secret hier. Das Kleine, siehst du das? Mhm. The Secret, das Buch. Mhm. Das ist für mich sehr wichtig gewesen. Mhm. Schlüssel war mein allererstes Tattoo. Das heißt für mich, das ist der Universalschlüssel. Das heißt, mit meinem Mindset, mit meinen Gedanken kann ich mir jede Tür öffnen. Deswegen habe ich den Universalschlüssel. Aber das Lovelock, den Lovelock kriegst du nicht auf. Das ist ein spezielles Schloss. Oh Mann, ey. Ja, weiter? Ja. Ich habe so viele. Ich hab jetzt eine Sache fällt mir auf. Was? Da muss ich direkt einhaken. Mhm. Gefällt mir nicht so krass. Ja, was denn? Aber ist ja auch jeden seins, dieses umgedrehte Kreuz da. Ah, das umgedrehte Kreuz, ja, das hat mir halt jemand, also ein Freund von mir ist Tätowierer und der hat das im Gesicht, das umgedrehte Kreuz, hat er es einfach so mit drauf gemacht, als sein Zeichen mäßig. Und ja, tatsächlich, ich weiß auch nicht, ich habe mir da nicht so viele Gedanken gemacht. Aber du bist doch nicht religiös, oder? Nee, ich habe keinen Glauben. Ich habe mir selber, meinen Glauben selber aufgebaut, sage ich mal, mit meinen Lebenserfahrungen. Ich bin so, weil ich bin halt auch spirituell und so und ich glaube echt daran, dass sowas auch Tore öffnen kann, weißt du? Hm. Ich habe auch Freunde, die so Teufelssachen tätowiert haben und so, weißt du, so. Ja. Wo ich so, Ich glaube, das ist einfach so, weil er ist nicht so Kirchenfan gewesen. Er hat das im Gesicht gehabt und hat das aber auch verändert. Er hat dann noch zwei so Streifen reingemacht. Er hat jetzt auch kein Kreuz mehr im Gesicht. Vielleicht hat ihn das irgendwann auch. Vielleicht hat er auch irgendwann gedacht. Ja, so. Und ich denke mir so, es ist halt von ihm so sein, wie so seine Unterschrift und für mich ist. Ach, ich nehme es nicht so ich bin da nicht so ernst auch mit vielen Dingen. Ich nehme nicht alles so verbissen. Das ist ein fucking Tattoo, yo. Ja, aber ich weiß nicht, Mann. Alter, ich habe hier Mickey Mouse. Ich nehme das nicht so ernst, Digga. Ich habe Mickey Mouse. Ja, ich fühle ich. So voll, ich habe Aladdin-Lampe auch. Das ist übrigens aber ein geiles Tattoo. Weil geil, Disney. Ja, wünsch dir was. Wünsch dir aber, mit Disney-Idee. Ja, geil. Wegen Aladdin, weil das ja Aladdin-Lampe ist. Ja. Und ich glaube ja, jeder Film hat so ein bisschen Wahrheit. Und ich glaube, Aladdin-Lampe, also mit Aladdin, ne, wünsch dir was mit dem Genie, hat das auch Wahrheit. Also du wünschst dir die Dinge, was wir vorhin auch besprochen haben. Ja, voll. Dafür. Zeig mal das Tupac-Tattoo, das ist das Wichtigste. Ah, das Tupac. Ach, das Tupac, wie soll ich das zeigen? Aufstehen. Nicht aufstehen und Bein da in die Kamera rein. Ja, stell dich hier auf den Tisch, Digga. Ich berühre inzwischen nicht, Mann. Kann man das sehen? Ich hab Tupac.
Papier. Das müssen wir screenshotten, Digga. Warte mal ganz kurz. Oh Mann, ey, was machst du hier? Ich will das als Thumbnail reinmachen. Warte. Okay, das reicht jetzt, ne? Screw, pass auf, Digga, man kann in deine Hose reingucken. Gar nicht. Ja. Bro, das ist hier immer noch, wir müssen hier jugend-kinderfreundlich bleiben. Haben die Leute irgendwas geschrieben? Das Secret Gesetz der Anziehung, genau, geil, ja. Die kennst ja. Genau, und das ist so einer meiner bedeutendsten Tattoos, ansonsten hier auch Now, weil ich bin der Meinung, man sollte im Jetzt sein. Das ist so eine Erinnerung. Viele meiner Tattoos sind Erinnerungen für mich. Weißt ja, für du? Mich, ich bin ähnlich. Ja. Now. Und ich mag den Schmerz, ich brauche den Schmerz manchmal. Ist irgendwie ich habe zu einer Zeit, wo ich mir die Tattoos alle, also wo ich mir das gemacht habe am Hals, das hier am Ohr. Zeig mal am Ohr. Ach, das ist ja krass, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, das ist eine 9. Okay. Und hier die 4-6. Okay. Da habe ich Schmerzen gebraucht einfach. So. Ehrlich? Ja, ich war in meinem Leben so, ich wollte diesen Schmerz haben irgendwie. Aber mach mal hier zum Beispiel so ein Tattoo, Leute, wie ich hier habe auch, ne? Das hier, das tut schon weh. Edin, ich küsse dein Herz. Der sagt mein Hals-Tattoo überkrass. Ja. Hals-Tattoo? Ach so, ja, klar. Ja, ja. Das ist ein afrikanisches Zeichen. Ja, cool. Bedeutet, ich fürchte nichts außer Gott. Ich will mal gucken, was die da schreiben. Ich finde das voll lustig. Ja, erzähl mal. Was schreiben die denn so? Geiler schwarzer Tanga? Haben die meinen Tanga gesehen? Ja. Ja. Okay, ist ja nichts Schlimmes. Ich meine, man sieht ja nichts außer einem Tanga. Alles cool, alles cool. Hals-Tattoo, sie hat schwarze Tanga. Ach so, alle haben geschrieben schwarze Tanga. Okay, alles klar, haben wir jetzt so da. Tamam, Digga, haben wir durch jetzt? Den Tanga kennen wir, Freunde. Ich küsse euer Herz. Ich bin der Heiß im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah, zu zweit aus dem Körper.